Ja, dann. Guck mal, da kommt der nächste raus. Eigentlich sind Fische heute Einzelgänger. Die kommen in freier Wildbahn nur zur Paarungszeit zusammen. Die ist auch nicht an irgendeine Jahreszeit gebunden, sondern das Weibchen ist das ganze Jahr über brünstig. Die eigentliche Tragzeit beträgt ca. 60 Tage, kann aber bis zu 10 Monate dauern, da das Weibchen 9 bis 10 Monate lang den Alter verzögern kann. Also wenn sie Zeiten hat, in denen sie weniger Nahrung findet, kann sie eben die Einpflanzung des Eis voraus hinauszögern. Dann nach 60 Tagen kommen dann meistens 2 bis 3 Jungtiere zur Welt. Die wiegen jeweils 100 Gramm circa und sind blind und hilflos. Nach etwa einem Monat öffnen sie die Augen und nach 6 Wochen beginnen sie dann langsam mit der Mutter zu schwimmen. Und nach 6 Wochen gibt es auch die erste Schwimmstunde. Dazu nimmt das Muttertier die Kleinen am Nacken und zieht sie in das Wasser. Am Anfang sind sie etwas wasserscheu. Aber das ist noch eine Mutter, das geht. So bringt sie